Jedem Tag des Jahres ist ein Tagesherrscher zugewiesen. Dabei kann es sich um einen Gott oder einen Alvaranyar handeln, gleichwohl aber auch um ein Wesen aus den Niederhöllen. Die machtvollsten dämonischen Tagesherrscher sollen jene sein, die an den Tagen des Namenlosen herrschen. Entsprechend sind es fünf Wesenheiten. Diese Dämonen sind aber keinesfalls willfährige Diener des Gottes ohne Namen. Ganz im Gegenteil. Sie alle waren ihm auf irgendeine Weise verpflichtet, aber sie haben sich entweder bereits von ihm gelöst, oder ihr Bestreben ist es, sich vollends aus diesem brüchigen Bündnis zu befreien. Auszug aus einem namenlosen Buch, aufbewahrt in der dunklen Halle der Geister zu Brabak, entdeckt im Jahre 1013 Bosporans Fall. Ich sehe ein von Nebeln eingefasstes Meer, das sich aus nachtblauen Tiefen speist. Ich sehe schwimmende Häuser aus Holz, Streiter von Eisen und spitzem Stahl, Geisterwesen herbeirufende Hexenmeister, flammenspeiende Bögen. Die Wogen schäumen auf, schwarze und rote Schiffe segeln, knorrige Borken und Äste krabbeln über das Wasser. Tore in den Äther reißen auf, Ifriten quellen heraus, Mord, Brand und Verwüstung, Flammen lohen, Mahlströme, wirbelnde Tentakel und alles zermalmende Bäume über das Wasser. Ich sehe den Anbruch des Infernos. Die letzte Vision des Yamas ibn Murati. Versahrer Seher des 7. Jahrhunderts nach Bosbarans Fall. Und so steht ihr in Selem vor eurer Avianda. Ihr habt euch getroffen, Zulamin und Boltax, die beim elementaren Meister des Eises waren, Tubarek Alkain, der euch zugesichert hat, Hagelschlag herbeizurufen. Und Ronga gemeinsam mit Abelmir, die nun von der doch imposanten Dar-Buktar herabgestiegen sind, schlammverkrustet. Mittlerweile habt ihr euch gereinigt und seid nach und nach in eurer Kajüte zu einer Besprechung zusammengekommen. Serpentilio fehlt aktuell noch. So, worüber sprachen wir, Abelmir? Wir wollten das nicht auf der Straße besprechen. Ja, ich habe ein Geschenk mitgebracht, könnte man sagen. Ein unerwartetes Geschenk. Im Sumpf tauchte vor mir und Ronga eine Arche auf, eine kleine Arche. Nun ja, eine 30 Schritt lange Arche. Und die Capitania machte mir nun ja ein unmoralisches Angebot, könnte man sagen. Sie wollte sich uns anschließen. Nun, das sehe ich jetzt nicht unbedingt als unmoralisch, sondern eher als sehr moralisch. Nun ja, es ist eine Kapitänin einer Dämonenarche und ihr Bruder ist der Steuermann, verwachsen mit der Arche. Also, moralisch könnte man es schon unmoralisch nennen. Hat Aber sie mir. euch einen Preis genannt? Was machte sie für einen Eindruck? Nun, ich schätze sie so ein, dass sie Darion Palligan mehr fürchtet als uns. Und sie will auf der Seite der Siegerstraße stehen. Und wenn wir ihr Angebot nicht annehmen, sagte sie, würde sie sich Darion Palligan anschließen. Nun, dann ist es doch klar, wir nehmen Ihr Angebot an. Nun ja, ich wollte nicht voreilig erscheinen und der Capitania ist einmal diesen Vorschlag unterbreiten. Aber es ist doch logisch. Nun, wenn wir eine Arche mehr haben und Palligan eine Arche weniger hat, dann spielt das uns in die Karten. Es Warum sollten wir... ist eine Dämonenarche. Das solltet ihr nie vergessen. Nun, ihr selbst seid einmal auf einer Dämonenarche gereist. Ja, deswegen sage ich ja, es ist ein unmoralisches Angebot. Eine Arche ist immer ein Werkzeug der Niederhöllen. Ich glaube, ich würde mir gerne selbst ein Bild von ihr machen, aber es spricht für die Frau, dass sie uns zuerst gefragt hat, denn
um offen zu sein, schätze ich Paligans Chancen derzeit besser ein als die unseren. Einen kleinen Haken. Sie wollte euch sprechen auf der Arche. Ich schätze nicht, dass sie eine Hinterhalt plant, aber man kann nie wissen. Es sind Piraten, so wie es aussah. Nun, da ich ihr selbst nicht begegnet bin, kann ich mich hier nur auf eure Menschenkenntnis verlassen, Abelmir. Haltet ihr es für weise? Ich halte es nicht für weise, aber zielführend. Wir sollten sie treffen und nun ja, zustimmen, dass sie uns begleitet. Ich bin mir nicht sicher, was die anderen Kapitäne, insbesondere Sani, dazu sagen werden oder dieses Zauberschiff. Ich denke, sie haben wichtige Einwände dagegen. Nun, was die Sulman meine Sorge sein. Ich werde mit ihnen sprechen, sie werden es verstehen. Was ist mit Sanin? War er damals sehr ablehnend, als ihr die Gezeitenspinne unter eure Kontrolle brachtet? Nun, er war nicht gerade erfreut, könnte man sagen. Immerhin jagte er Dämonarchen. Nun, ich denke, diese Arche wird unabhängig vom Rest von uns operieren. Der Feind wird möglicherweise davon ausgehen, dass sie zu ihm gehört. Das ist ein großer Vorteil. Aber wir sollten auf jeden Fall mit unseren Kapitänen darüber sprechen. Damit sie nicht, nun ja, sie als leichte Beute ansehen. 30 Meter ist nicht viel, aber nun, vielleicht bin ich voreilig. Wir sollten erst einmal sehen, ob dies ein Bündnis ist, das wir tatsächlich eingehen wollen. Wäre die Arche nicht eine gute Möglichkeit, sich an die Plagenbringer heranzuschleichen? Ich weiß nicht. Sie versteckte sich in den Sümpfen, in den Margarosensümpfen. Ich weiß nicht, ob sie auf hohe See hinaus schwimmen kann oder... Ich weiß es nicht. Ich hatte den gleichen Gedanken, Boltax, aber das bedeutet natürlich noch sehr viel mehr Vertrauen, als nur ihre Unterstützung ganz allgemein anzunehmen. Wir würden dann sehr viel von ihr abhängig machen. Wir sollten sie zuerst einmal vielleicht treffen. Dann könnt ihr euch selber einen Eindruck von ihr und ihrer Mannschaft machen. Gut. Wir haben nicht mehr viel Zeit zu verlieren. Dann sollten wir uns jetzt darum kümmern. Einverstanden. Ich werde mit der Besatzung der Sulman sprechen. Sie vorsichtig darauf vorbereiten. Wir sollten auch Serpentilio mitnehmen. Vielleicht kann er etwas über die Archen lernen, wenn er uns begleitet. Ja, so macht ihr euch auf. Wenn du Serpentilio suchst, wirst du ihn zumindest in seiner Kajüte nicht finden und auch in seinem Alchemielabor nicht. Der hatte noch einige Besorgungen zu machen. Arcanium. Genau, jemanden, der das verarbeiten kann, haben wir ja. Ich würde, bevor ich gehe, noch jemanden den Befehl geben, mir Canicitiana an Bord zu schaffen. Ich möchte nachher noch mit dem reden. Ja. Dass wir da keine Zeit verlieren. Okay. Serpentilio. Wandert etwas, nicht verloren, aber ziellos durch die Stadt und fragt sich bei den üblichen Zünften und Handwerkern rum, ob die jemanden kennen könnten, der jemanden kennen könnte, der Arcanium verarbeiten kann. Und wird vermutlich jetzt gerade zum dritten Mal bei irgendeinem Prahlhans entnervt aus dem Laden kommen, nachdem sich herausgestellt hat, dass der Junge keine Ahnung hat. Ja, gib mir mal gerne eine Gassenwissenprobe. Ich habe Kulturkunde Südaventurien. Ja, brauchst du auch, denn ich würde sie dir tatsächlich auch um 10 Punkte erschweren. Ich habe genau 10 Gassenwissen, so schauen wir, was passiert. Das reicht. Wow. Ja, du fragst dich von den verschiedenen Gassen, Straßen und man sagt dir tatsächlich, dass du auf der falschen Seite bist, weil
wenn du tatsächlich Arcanium, das kannst du hier kaufen. Das ist nicht besonders, also das ist nicht überall, aber das gibt es. Vor allem, weil Selem auch eine große Historie mit Meteoriten hat, mit magischen Metallen und magischen Steinen. Und es soll hier eine Treppe nach Amhas geben. Aber du bist auf der falschen Seite, sodass du dich dann mit einem der Floßfahrer auf die andere Seite begeben müsstest. Da, ja, du warst selbstverständlich auch schon zwar mit den anderen in Begleitung, aber du warst auf der anderen Seite, als du dir den Satinav-Tempel angesehen hattest. Aber man sollte da nicht aus der Hauptstraße abweichen und dann in den Zug abbiegen. Warte, ich erinnere mich, der existiert. Ja, es hilft nichts. Solange jetzt nicht irgendwie ein fliegender Teppich in der Ecke rumliegt. Ja, du wirst mit einigen wenigen Silbermünzchen dann einen der Fischer anlocken, der mit einem relativ schiefen Rücken dann auf seinem Floß sitzt. Gab's hier nicht eine Fähre? Flößer gibt es hier. Eine richtige Fähre gibt es nicht. Okay, also das ist ja ein von diesen, genau, so Kettenfloß ist es nicht. Das sind halt viele Flößer, die sitzen auf der einen oder anderen Ebene und die fahren dich dann für kleines Geld rüber. Ja, okay. Warte. Ja. Gibt nichts zu verlieren. Ja, er bringt dich dann rüber, fragt dich auch, ob er noch dich begleiten soll, ob er dich irgendwo hinbringen soll. Ich denke, Serpentilio winkt ab, denn nach der Erfahrung auf der anderen Seite gerade eben wird das hier ein längerer Aufenthalt. Ja. Ja, alles klar. Kannst dann über die großen Hauptstraßen erkennen. Alles liegt im Nebel, trotz der warmen Luft im Raya. Wir haben zwar noch nicht die namenlosen Tage, aber hier hängt eine Dunstglocke über der Stadt. Fliegen surren um dich herum, die du dann immer mal wieder mit der Hand verscheuchen kannst. Einige Bettler ziehen dann ihre Beine an, damit du dann nicht über sie hinüber stolperst, wenn du auf der Hauptstraße entlang gehst. Wirklich viele Händler sind hier nicht. Du hörst immer wieder einige quakende oder hopsende Geräusche aus den Teilen links und rechts von dir. Auch einige Huren, die da wohl ihre Dienste feilbieten. Aber ihre Haut sieht ein bisschen grünlich aus, also ungesund. Ob man sich da jetzt Krankheiten holt oder ob das Menschen sind, zumindest sehen sie erstmal von der reinen Physiognomie menschlich aus, aber na gut. Was sucht ihr? Metalle? Ich habe gehört, ihr sucht Metalle. Nicht ganz. Ich suche tatsächlich jemanden, der besagtes Metall auch verarbeiten kann. Ein Schmied. Folgt mir. Ich blicke mir, was ist das, irgendein Straßenjunge, oder? Ja, genau. Also du siehst, wie seine Finger sind wohl auch schon so ein bisschen schwarz angelaufen, so ein paar Punkte. Irgendeine Krankheit wird er wohl haben, wenn du ihn nicht anfährst, das wäre gut. Endurium sicher. Ja, ich will nicht. Ich sag es nur, ich will nicht. Aber der Tag neigt sich dem Ende und viel Wahl habe ich nicht. So, Ventilo wird auf den Stock gestützt, hinter dem hergehen. Und links und rechts die Augen nach dem Rafim Ibn Kanawa Gedächtnishinterhalt offen halten. Ja, also du musst auch über verschiedene Müllsäcke steigen oder tote Hunde, die da rumliegen, auch angefressen an verschiedensten Stellen. Du siehst ein ausgestopftes Krokodil, also ausgestopft, zumindest ist es ausgehöhlt, ja, und mit irgendwelchen Stöckern, die es dann wieder nicht zusammensacken lassen. Es ist... der Zug. Du hast ihn schon damals in Elberum bewundern dürfen und hier ist er noch viel grausamer, unbeschreiblich schön. Und während du dann über die Müllsäcke kletterst, immer tiefer hinein, blickt der Junge sich immer wieder um. Seid ihr? Ihr seid von Avianda, oder? Man hört immer so viel von euch. Nun. Ihr seid der berühmte Schwarzmagier, von dem man immer hört, oder? Oh nein, ihre Pferde wechselt mich. Ich bin nur ein kleiner Alchemist. Der Magier ist Abelmir. Der ist aber noch auf dem Schiff. Ich dachte, ihr wärt der Kapitän Abelmir. Wie gesagt, unglücklicherweise habt ihr da den Falschen erwischt. Aber ich kann euch gerne beste Grüße ausrichten, wenn ihr möchtet. Er dreht sich wieder zu dir um. Ja, ich soll euch ja auch schöne Grüße bestellen. Och nö, wenn ihr jetzt sagt, Zadig von Volterach, Frosty, ich komm zu dir nach Hause. Nein, er holt einen kleinen Dolch hervor. Du siehst, er ist gläsern, er sticht zu. Parade? Ich wusste nicht, dass er so nah ist. Selbstverständlich, ja, versuch's zu parieren. Hast du Aufmerksamkeit?
Rossi, die Antwort darauf kennst du. Hast du sie oder nicht? Natürlich nicht. Er hat deine Aufmerksamkeit. Das ist ein absoluter Loser-SF. Das haben nur Deppen und Langweiler. So, dann ich schaue erstmal, ob also mein Mengbilla würde treffen. Da muss ich erst... Zählt das noch als Überraschung? Der hat sich ja angekündigt. Ja, doch, klar, das ist schon eine Überraschung. Dann erleichtern wir die Intuitionsprobe wenigstens. Oder warte, erschweren sie mir wenigstens nicht. So rum jetzt, oder? Intuition plus 2. Dafür ist Aufmerksamkeit plus 2 ist gescheitert. Echt? Ja, gerade ich so. Seh's. Der Mengbilla. Ja, das bricht. Das heißt, ich darf nicht verreden, oder? Ja, richtig, genau, weil du überrascht bist. Warte, trifft der mich mit einer 12? Ja, klar. Ja, klar, ist ein Kind! Ich soll euch schöne Grüße von Palligan bestellen. Auch wenn ihr nicht Abel mir seid, aber dann gebt das bitte weiter. Warte, ich hab was im Stab, warte. Zalanda Mutanda. Ich verwandle ihn in etwas, das ungiftig ist. Okay, das hilft nicht, na, lass gut sein. Würfel mir meine Konstitutionsprobe. Plus 15. Ja, ich wollte sagen, wenn das irgendwie Kukris ist. Eins. Es ist geschafft. Ja, du. Probe nicht erlaubt? Ja, weil du hast eine 11 plus 15. Ja, du hast eine 1 gewürfelt. 1 ist natürlich immer. Ja, das Problem bei Giften ist. Ich will es nicht sagen, das Problem bei Giften ist, eine 1 macht nicht, dass das Gift nicht wirkt, sondern dass es in die nächst niedrigere Kategorie geht. Es wird qualvoller. Das würde ich jetzt nicht sagen. Du merkst, wie die Glassplitter in deinem Bauch leise knirschen, wie Blut herausfließt. Du spürst wohl das sanfte Prickeln. Du bist ja auch der Meinung, dass das, also du weißt sowieso, dass du hast so viele Kukris-Dolche in deinem Leben gefüllt, auch wenn du nicht stolz darauf bist, aber zum Glück bitte? Ich bin sehr stolz darauf. Hallo? Ja, also, das Einzige, worauf ich nicht stolz bin, ist, dass nicht die Hälfte davon Regenbogen, Pupperstaub war. Der kleine Junge nickt dir traurig zu. Dann muss ich Abel mir nochmal besuchen. Palligan sagte, der ist viel wichtiger als du. Mieser Kleiner, das ist ja wohl. Ich greife schwächlich nach ihm. Wir halten uns jetzt mit den Giftregeln erstmal nicht auf. Wisst ihr noch, was ich vorhin gesagt habe? Das war wert, den Chip ausgegeben zu haben. Transversales. was bringt mir der Transversale? Wenn du es zu mir schaffst, kann ich dir vielleicht helfen. Wenn ich kann ich es einfach zu mir schaffen und Antidot nehmen. Ich meine, aufs Schiff zurück ist auf jeden Fall die naheliegende Location. Was ist sehr schwer, wenn ich jetzt ein Transversales versuche? Ja, das können wir uns dann gleich mal angucken. Also ich hatte gehofft, wir können uns die Giftregeln irgendwie schenken, aber ich fürchte, wir müssen. Kukris, ja. Oder hattest du nicht diesen Antigiftzauber? Abwenum? Ja, aber ich habe keinen Abwenum, der Kukris auflöst. Okay. Außerdem, Abwenum geht nur auf Geld. Ich bräuchte den Klarum Purum, ja, und ich bin kein Heilmagier. Kukris ist sogar eine 16er Schwernis, ne? Das ist halt schon ein ziemlich krasses Gift, glaube ich. Welche Stufe sind wir denn? Ich habe das Prophylaktikum aufgemacht. Ich wollte gerade sagen, erleichtert. Kukris steht nicht im WDA. Dann ist es im WDS drin. Ja, danke, Ulysses. Okay, weil Kukris... Ich würde es eher in der Zoobot vermuten. Genau, da steht es auf jeden Fall drin. Ist euch im WDS nach WDS gesucht. Oh, ich bin mal wieder super. Ich hatte das WDA offen. Und ich habe mir gedacht, boah, ist ja alles super. Hier, Kukris, WDS. Oh, shit. Okay, 1 bis 6 minus 1 Schadenspunkte pro Kampfrunde. Juckreiz, Krämpfe. Oh, das mit den Krämpfen ist problematisch. Die Krämpfe werden dich tatsächlich. KK und GE minus 3. Aber Wirkungsdauer 50 Kampfrunden. Ja, wenn du dein Transversales nicht schaffst, dann hast du ein Problem. Ich würfel erstmal, wir gucken uns dann die Erschwernisse an. 4. Nee. Warte, der geht auf. Kann ich nicht erschweren? Kannst du Zeit lassen? Die Frage ist, ich kann mir keine Zeit lassen! KO 11 oder 16 gewürfelt. Vor allem, du musst ja eine Geste dazu machen, oder?
Das ist das, genau, das ist das Problem. Du hast, und das, die musst du wegmodifizieren, weil du Kampfanfälle hast. Weil und das schaffst stimmt. du mit einer Plus 4 nicht. Das ist eine 7er. Ja, richtig. Das ist eine gute. Ich wollte nämlich gerade sagen, eigentlich stehen hier keine Schwänze drin, die auf den Zauber schlagen, was es auch irgendwie wird. Aber Tara, das ist die beste Idee. Das hilft mir nicht, ne? So? Halt die Klappe! Was? Du musst, also, wenn du Geste wegmodifizierst, ist das eine Plus 7. Du hast eine 4 übrig. Vielleicht könntest du erst Körperbeherrschung oder so versuchen, um es zu unterdrücken? Geht nur Gift nicht. Achso, was? Es geht ja nur um das Zittern. Ja, du hast aber deine Selbstbeherrschung nicht gewürfelt, sondern du hast den Transversalis gewürfelt. Und da müsstest du die 7 als Mod drin haben. Wenn ich jetzt nochmal versuche, ist er wieder um 3 erschwert. Auch, das kommt dazu, ja. Shit, Chip verbrennen? Ja, du merkst zumindest, der kleine Junge guckt dich traurig an. Ich gehe dann jetzt zu Abelmir. Mieser! Ja, sicher wohl! Aua! Du merkst, wie deine Haut rot wird. Das ist nicht nur Blut, sondern das ist dort auch jetzt deine Haut, die darauf reagiert. Deine Hand zittert die ganze Zeit. Du merkst auch, wie ein ekelhafter Schmerz durch deine Muskeln läuft und sie anspannt, wie du krämpfst. Deswegen hast du auch dann die Tore in den Limbus nicht aufstoßen können. Vom Guardianum mal abgesehen, das ist ein kurzer Sprung, aber du liegst da, du merkst, wie du dem pflanzlichen Gift von der Seidenliane so ein bisschen entkommen bist, aber ja, sie tickt weiter und tickt und tickt und ich tickt. Ich möchte an dieser Stelle ganz gerne meinen Chip verbrennen, um meinen Crit zu erzwingen und den Transversalis nochmal versuchen. Der dauert ja nur 2 Aktionen. Dafür ist dein Schicksalspunkt da. Ich bin der Einzige, der es jemals gemacht hat mit dem Crit erzwingen. Ich weiß nicht, warum ihr das nicht öfter macht. Das geht? Ja, und immer. Oh. Aber dafür verbrennt er. Ja. Und dann ist man 10 Runden ohne? Ja, genau. Ja, du. Schwächer und schwächer. Das Blut ist gar nicht das Problem. Du glaubst dir noch nach und nach zittern die Glasscherben von dem Mengvilana raus und versuchst dich nochmal zu konzentrieren. Der Junge ist längst hinter den Müllbergen verschwunden und dann bekommst du dich zusammengerissen und kannst dann tatsächlich deine Hand so lange ruhig halten, bis du durch die Gassen fällst und dann wieder aufschlägst. Du bekommst 1W20 Trefferpunkte Ausdauerschaden. Ja, aber das ist minus ZF4 Stern. So minus ZF4 Stern, da hast du recht, alles klar. Stimmt. Und dann schlägst du in deiner Kajüte auf? Dann hört man einiges an Gerumpel und Zerbrechen im Glas, während er sich an seinem eigenen Tisch hochkämpft und versucht mit einer Hand, weil ich die andere stützen muss, und den Zähnen das Antidot zu entkorken. Und das dann hinunterkippt. Zum Glück haben wir F-Antidot. Meine Fresse. Dann hast du jetzt aber... Nee, das ist beim Heiltrank F, hast du dann... Das ist beim Heiltrank F, wo du Folien kriegst. Antidot killt einfach alle Gifte. Noch irgendwas Schlechtes? Nee, gut. Aber ich wusste, beim Heiltrank F da passieren Sachen. Er ist einer sehr wenigen F-Qualitäten, die er nicht tritt. Aber das war unser letztes Mal dabei. Das ist super. Abelmir, da kommt gleich Besuch. Schau mal. Abelmir ist auf einer Arche. noch nicht. Ihr macht euch gerade fertig und Zulamin hat gerade die Tür zugezogen, nachdem du ihn gesucht hast. Da hörst du dann das zerbrechende Glas und einen fluchenden Serpentilio. Ich habe mich natürlich in Wahrheit im Schrank versteckt, bis sie weg waren. Und wenn du dann die Tür wieder so ein bisschen aufziehst, mit besorgtem Blick reinguckst, kannst du ihn sehen, wie er hinter seinem Pult liegt. Serpentilio, ihr seid ja doch da. Guck, Chris, Abelmir. Ist ein Attentäter an Bord? Ja. Noch nicht. Beeilt euch. Mir geht's gut. Wonach suchen wir? Kind, Dolch, Paligan. Abelmir.